herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von video.zeibich.me. Heute präsentiere ich, der Loib, euch, wie ihr einen Minecraft-Server aufsetzt auf Debian. Das Ganze ist recht einfach, da wir bloß Java benötigen und Screen. Wir fangen auch direkt an, indem wir den Server vorbereiten. Dazu melden wir uns bei uns im Server an. Mit Putty geben natürlich erstmal unsere IP oder unsere Domain ein, je nachdem. Wir können das Ganze auch speichern. Wenn wir auf Save klicken. Token bestätigen. Dann können wir uns auch direkt anmelden. Sehen wir auch, wir sind in unserem Debian-System angemeldet. Als erstes machen wir etwas Grundlegendes, indem wir erstmal ein apt-get update ausführen, um uns die neueste Source-List zu besorgen. Das Ganze geht auch recht schnell. Jetzt testen wir als erstes, ob wir Java installiert haben. Das Ganze machen wir mit Java-Version. Wir erhalten jetzt in diesem Fall Java-Kommando nicht gefunden. Das sagt uns, ja, gar kein Java installiert. Also besorgen wir uns Java. Das Ganze machen wir auch mit apt-get install. Jetzt brauchen wir open jdk-6-jre-headless. Sehen wir auch, apt-update hat das Ganze gefunden. Also apt-get, Entschuldigung, bestätigen das Ganze. So, Java bereits installiert. Das Ganze sollte in der Regel nicht lange dauern, auf einem Root-Server sowieso nicht. Da ist auch der Download wesentlich schneller. Bei mir dauert es einen kleinen Moment. Java bereits schon konfiguriert. Die Hilfe wurde gerade eingerichtet. Das war's auch schon. Jetzt können wir wieder mit Java-Version testen, ob wir Java haben und welche Version. Wir sehen jetzt, wir haben Java-Version 1.6.0.18. So, das war's auch schon. Wir haben jetzt Java, dann besorgen wir uns das nächste Programm. Das ist apt-get install screen. Für was screen gut ist und für was wir es benötigen, werden wir dann gleich sehen. Das war's schon, screen ist fertig. Als nächstes besorgen wir uns jetzt erstmal, oder wir richten erstmal den Benutzer ein, unter dem Minecraft später laufen soll. Das Ganze tun wir mit Add User, dann geben wir den Ganzen einen Namen, bei mir ist er Minecraft. Dem Minecraft User geben wir jetzt noch ein Passwort, bestätigen das Passwort direkt nochmal. So, dann wäre der User auch schon fertig. Wir können jetzt eine neue Putty Session öffnen. Können wir uns direkt mit unserem neuen User bereits anmelden. So, mit ls können wir mal nachschauen, ist nichts in unserem Archiv. Jetzt machen wir uns einen neuen Ordner mkdir für den Server. Sehen wir mit ls, wir haben einen Ordner Server, in den wechseln wir mit cd Server. Jetzt besorgen wir uns als nächstes die Java, die wir benötigen, also die Java-Datei. Das Ganze tun wir einfach auf der Minecraft-Seite unter Download. Da sehen wir hier Minecraft-Server, ja, das ist die, die wir benötigen für unseren Debian-Server. Wir machen einfach Link-Adresse kopieren und da geben wir ein wget mit einer rechten Maustaste. Im Klick auf die rechte Maustaste fügen wir den Link ein. Sehen wir auch schon, er downloadet es gleich. Das besitzen wir es schon. Mit ls wieder nachschauen, da haben wir eine Java-Datei.
Den Startbefehl für das Minecraft, den finden wir direkt hier. Können wir einfach so kopieren. Und kopieren wir das Ganze. Können wir das wieder mit einem Rechtsklick einfach einfügen. Bestätigen das Ganze mit Enter und da sehen wir, das Server gestartet. Wir haben den Server jetzt mit 1 GB gestartet, das XMS und XMX. Diese Werte sind einfach höher zu legen oder niedriger, je nachdem, was ihr braucht. Jetzt können wir das erste Mal testen, ob unser Server läuft. Das Ganze tun wir natürlich in unserem Minecraft. Dazu fügen wir unseren Server erstmal hinzu mit unserer IP-Adresse. Hier, so. Fertig. Und da sehen wir, der Server läuft. War es auch schon von der Seite aus. Jetzt gehen wir erstmal. So, dann machen wir nämlich direkt damit weiter, wie wir unseren Server einstellen. Dazu beenden wir ihn erstmal mit STRG C. Öffnen wir das Programm WinSCP. Download in der Beschreibung. Ein sehr, sehr praktisches Tool. Wir möchten eine SCP-Verbindung in dem Fall. Da rechnen wir erstmal die 1, 2, 1, 6, 8. 3.134. Unser Benutzer ist Minecraft. Dann geben wir unser ultra geheimes Passwort ein, speichern das Ganze, verbinden uns, bestätigen wieder unseren Schlüssel und dann sehen wir das Ganze. Wir haben hier wunderschön die Verbindung zu unserem Server, können alle Dateien bearbeiten. Gehen direkt in unser Serververzeichnis. Jetzt sehen wir hier ein paar Dateien. Das ist einmal der Ordner, wo sich die Welt drin befindet. IPs zum Bann, Playernamen zum Bann. Das ist das, was uns hauptsächlich interessiert jetzt erstmal. Das sind die Server.properties. Die öffnen wir. Hier sehen wir alle Einstellungen zum Server. Die sind eigentlich selbsterklärend. Einfach mal durchschauen. Zum Beispiel die untere Bezeichnung für den Server. Einfach in aller Ruhe durchschauen. Ein paar Tipps werde ich auch in dem Blogbeitrag auf video.zeibisch.me nochmal erläutern. Und jetzt beschäftigen wir uns noch einmal damit, wie wir den Server zum Laufen kriegen, auch wenn die SSH-Session, also das Putty, geschlossen ist. Und dazu benötigen wir jetzt das Screen, das wir vor uns installiert haben. Machen wir nämlich einfach Screen. Dann sehen wir, dass hier ein neues Fenster geöffnet wird. Jetzt führen wir unseren Befehl einfach nochmal aus. So. Sehen, der Server startet wieder. Jetzt können wir mit STRG A, D den Screen einfach verlassen. Der Screen läuft in aller Ruhe weiter, auch wenn ihr die SSH-Session jetzt schließt. Und der Minecraft-Server bleibt online. So, das war's soweit auch schon mit dem Minecraft-Server. Weitere Tutorials findet ihr auf video.zeibisch.me zum Thema Minecraft. Und dann würde ich sagen, have fun!